Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Und besonders grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum und die lieben Arbeitskollegen, den Sonderfelix, den Markus und den Roland. Und folgendes: Ich wollte ein Review machen von Tomb Raider 2 Golden Mask oder ja, Gold, TR2 Gold, beziehungsweise Golden Mask. Und zwar ist es ein kostenloses Zusatzspiel, das man auf meiner Homepage kostenlos herunterladen kann. Auf meiner Homepage namens laraweb.de, also www, brauchst nicht eingeben, www, laraweb.de. Meine Homepage im Download-Bereich Tomb Raider 2 Golden Mask kannst du runterladen, kostenlos. Und dann kannst du spielen. Hier, super. Einfach mal einwirken lassen, hier den Wahnsinnshintergrund hier. Den Horizont. Aber hat einen kleinen Haken. Du kannst es kostenlos runterladen, aber spielen kannst du es nur, wenn die Original TR2 Haupt-CD ins Laufwerk eingelegt ist. Das haben die extra so gemacht. Du musst erstmal das Hauptspiel kaufen und die CD muss im Laufwerk liegen. Der lädt dann nichts runter, der prüft nur, ob die drin ist. Also der lädt dann nichts, sondern der schaut nur, ist die da. Wenn die da ist, dann startet das Spiel, also dann kannst du spielen. Das ist quasi, also für die Besitzer des Hauptspiels, die kriegen das dann quasi kostenlos geschenkt. Es gibt so auf Steam, habe ich gerade gesehen, irgendwie irgend so eine Anleitung, wie du es spielen kannst, auch ohne die CD zu haben. Aber da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, das sage ich gleich mal. Ja, gut. Also ich habe die Original-CD eingelegt, sie liegt drin, ich könnte sie jetzt auch gleich wieder rausnehmen, ist ja wurscht. Und dann habe ich es runtergeladen von meiner Homepage und läuft sofort Windows 10. Astrein, ich läuft hier einwandfrei, sogar mit Joystick. Ich spiele mit einem handelsüblichen Logitech Joystick und läuft astrein. Muss nichts verstellen, gar nichts, ist prima. Und hat nur einen kleinen Ding. Also ich habe jetzt hier auf 1980x1024, müsste jetzt im Vollbild sein, gell? Also widescreen und müsste 1900, also richtig bildschirmfüllend, groß, HD, Full HD, alles. Aber du siehst den Gesundheitsbalken nicht. Normalerweise, wenn du die Waffe ziehst, müsstest du, und das ist blöd, weil dann weiß ich nicht, wann die Lara am Ende ist. Aber ich habe jetzt lange gerätselt, wie ich das machen kann. Und zwar gleich mal für alle zum Mitschreiben, und zwar die Tasten F3 und F4. Wenn ich F4 heißt Bildschirm vergrößern, geht jetzt nicht, weil ich schon am größten bin. Aber wenn ich F3 drücke, guckst du, jetzt ist es ein bisschen kleiner, aber ich sehe jetzt links oben diesen braunen Balken. Wenn man die Waffe zieht, sieht man den. Siehst du jetzt links oben so einen braunen, bräunlichen Balken? Und genauso sehe ich jetzt auch den Luftbalken. Jetzt ist rechts oben der Luftbalken, den brauche ich, weil dann weiß ich, wie lange ich tauchen kann. Und hier kommt die schicke Musik, das erkläre ich gleich. Ah, da hinten ist die Harpune. Genau, die holen wir gleich. Und zwar, jetzt sehe ich rechts oben den Luftbalken, wenn du und die Gesundheit, ohne das brauchst du gar nicht anfangen. Und also wie gesagt, mit F3, F4, also F3 ist verkleinern. Ich komme nur hier raus, warte, gleich geht's los. Ich wollte nur mal die Basics erklären. Also die Basics. F3, also F4 mache ich es jetzt wieder größer, aber dann ist der Gesundheitsbalken weg. Also machen wir es wieder etwas kleiner. Ich habe auf Aufnahme gedrückt, oder? Ja, doch. Ich werde ja noch völlig wahnsinnig. Ich muss ja 10.000 Tasten drücken. Ja, hallo. Also jetzt haben wir zwar einen schwarzen Rand, aber jetzt sehe ich links oben den Gesundheitsbalken. Ohne den brauchst du gar nicht anfangen. Ich habe überlegt, ob ich hier unendlich Gesundheit irgendwie verpasse, aber das ist dann auch wieder blöd. Also da würde ich mich jetzt nicht da verlassen, weil es gibt da Sachen, wo sie trotzdem stirbt und so weiter. Und also, aber nee. Also wir machen es hier mit schwarzen Rändern, aber mit Gesundheitsbalken. Gut, das waren erstmal die Basics. Also es gibt da irgend so einen Patch, den habe ich gerade versucht, der geht aber nicht mehr. Der ist vor 10 Jahren noch gegangen, dass der Gesundheitsbalken trotzdem sichtbar ist. Der geht aber, glaube ich, nur auf 32-Bit oder so. Also mach einfach F3 ist verkleinern und F4 ist vergrößern. Also machst du einmal verkleinern und dann hast du den Balken. So, und jetzt nochmal. Also Tomb Raider 2 Gold. Wie gesagt, das Hauptspiel kam 1197 raus. Also November 97 kam Tomb Raider 2 raus. Und März 99 kam hier dieses Tomb Raider, ich sag Tomb, also Tomb ist ja wurscht, kannst sagen, wie du willst, Tomb Raider.
Tomb Raider Golden Mask heißt es, die goldene Maske, und das sind insgesamt fünf zusätzliche kostenlose Level, die kannst heute noch bei mir runterladen, kostenlos, wie wenn die 2er-CD eingelegt ist. Die kriegst du bestimmt noch für ein paar Cent irgendwo bei eBay. Und es sind erstmal vier Level, und wenn du alle Geheimnisse findest, kommst du ins fünfte Bonus-Level, und das ist wirklich super toll. Albtraum in Las Vegas, das ist affenartig schön. Das werden wir noch sehen, heute nicht mehr, aber das sehen wir noch. Also, wenn du alle Geheimnisse, die sind auf meiner Lösung, du musst ja auf laraweb.de nur meine Lösung anschauen, da ist auch alles zu da. Ja, und wie gesagt, ich wollte ein Review machen mit den schönsten Stellen, und jetzt habe ich gemerkt, dass ich zwar auf meiner Homepage habe ich zwar Safe Games zum Runterladen, aber immer nur für den Levelbeginn. Und da am Levelbeginn sieht man natürlich noch nicht die schönsten Stellen. Jetzt muss ich es nochmal spielen und nochmal Safe Games für jedes Level machen und für die schönsten Stellen. Also spiele ich es gleich nochmal komplett und mache die Safe Games an den schönsten Stellen. Und dann kann ich ein Review machen. Hahaha, toll, gell? Ich bin wieder schlau heute. Und so ist es. Und das machen wir jetzt. Und keine Ahnung, wie geht's weiter? Was weiß ich jetzt? Keine mehr. Also Gold, Core Design Gold, kostenlos 5 Level. Und Cold War. Das erste Level heißt der Kalte Krieg bzw. The Cold War, und da sind wir jetzt gerade drin, und das ist doch einfach schon mal affenartig. Schau dir mal diesen Horizont an hier, das ist doch affenartig. Und ja, ich bin hier schon 2 Meter. Machen wir noch mal einen Start. Also da habe ich gespeichert. Warte, machen wir noch mal einen Start hier. Also es geht so los, da ist kein Video und nichts, sondern du fällst aus dem Hubschrauber ins Wasser. Machen wir mal. So, platsch. Und jetzt musst du schnell raus, weil jetzt kommt ein böser Fisch. Und zwar musst du schnell hier raus. Hörst du? Jetzt kommt der böse Fisch. Und jetzt musst du hier, kommst nur hier raus. Jetzt kommt der Hubschrauber. Und jetzt bin ich hier. Also ich bin reingefallen. Und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt ist da drüben schon mal ein böser Tier. Den müssen wir ausschießen. So. Und dann ist aber noch ein Haifisch. Wo ist denn der? Komm her, wo bist du denn? Ich will den Haifisch sehen. Wo ist er denn? Der muss irgendwo. Der schwimmt irgendwo rum hier. Und da müssen wir noch das Zeug sammeln. Wo ist denn der Haifisch? Oh, Chrom. Ja, dass wir den noch. Da ist die Harpune. Und hier ist auch schon das erste Geheimnis. Wir haben jetzt rechts oben den Luftbalken. Wo ist denn der Drecks. Der schöne Haifisch. Hä? Ist er denn? Bin ich blöde? Ich will dir doch den Haifisch zeigen. Haifisch zeigen. Harpunenpfeile, das sind Harpunenpfeile. Ah! Da ist er! Also, wenn du den Haifisch über den Weg läufst, weil du musst dann noch das Zeug sammeln, Alabasta, dann gehst du schnell an Land und dann kannst du den erschießen. Siehst du, hier ist er. So, müssen wir den erschießen. Peng. So, jetzt ist der weg. So. Also, jetzt können wir unten das Zeug sammeln. So, hahaha. Und da ich das ja schon. Jetzt machen wir mal. Nee, laden wollte ich. Bin am Laden. Da habe ich jetzt hier Safe Game 2, da waren wir vorhin. So, jetzt haben wir. Also, wie gesagt, jetzt haben wir den Haifisch. Da ist er. Haifisch erlegt. Und da drüben auch schon mal einen Puma oder was das war. Und da kann man jetzt hier die Fackeln nehmen. Das sind. Oh, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Fackeln nehmen. Ich habe aber schon, jetzt bin ich ja gespannt, nimmst du die Aha. jetzt? Aha, das sind jetzt Fackeln. Ich habe aber hier schon mal maximale Fackeln. Geht das jetzt? Maximale Fackeln aufgerüstet, weil es wird dunkel, wir wollen was sehen. Deswegen habe ich. Oh, du hast die Lauren groß auf mal. Deswegen habe ich hier jetzt mal Fackeln dazu gemogelt, weil wir wollen ja Let's Play, ich will es ja zeigen. Also gut, habe ich jetzt alles erklärt. Jetzt müssen wir unten das Zeug sammeln. Und ich habe viele Fackeln, damit ich dir was zeigen kann. So, den Haifisch haben wir erlegt. So, jetzt liegen da Harpunenpfeile. Naja, jetzt kommt nochmal der Sound von wegen Haifisch. Und da hinten ist die Harpune, das kann man schon deutlich sehen. Und sollst natürlich auch ein paar Pfeile einsammeln für die Harpune. Obwohl du im weiteren Spielverlauf das jetzt weniger nicht so direkt brauchst, Harpunenpfeile. Aber nehmen wir es mal, komm, du sollst es nehmen. Und da nehmen wir noch ein paar Pfeile. Und dann ist auch schon ein Geheimnis hier. Warte, jetzt müssen wir Luft holen, langsam mal wieder.
Und da rechts in dem Gang ist ein Hemmnis. Warte, jetzt holen wir nochmal Luft vorher. Also jetzt rechts oben ohne den Luftbalken war es gar nicht anfangen. Warten, bis der voll ist. So, jetzt gehen wir da in den Gang rein, tauchen da in den Gang rein. Und da ist der erste Geheimnis. Komm her. Nimm's halt. Klingeling. Das ist übrigens dieser Klingeling-Sound. Den gibt's übrigens. Der ist legendär. Da sind nochmal Pfeile. Den gibt es sogar in dem 2013er Tomb Raider. Folgendes: Wenn du im 2013er Tomb Raider. Jetzt kommt schon wieder die Musik hier. So, lassen wir es jetzt mal gut sein. Also, wir haben im Wesentlichen die Harpune und Pfeile und das erste Geheimnis. Es sind drei Geheimnisse pro Level, wie üblich. Und dieses Drilling-Sound der Originals. Und sie, aha, das sagt dann doch auch manchmal, aha, wenn sie was findet. Und diese Original-Sounds, also das Drilling ist original im 2013er Tomb Raider. Da sind diese sogenannten Geocaches versteckt. Und wenn du den letzten Geocache vom ganzen Spiel findest, kommt exakt dieser Sound von Tomb Raider 2. Und die Nora Tschirner sagt, aha, also die Nora ist ja die deutsche Synchronstimme im Zeitalter, sagt dann so ähnlich wie die Lara, ist natürlich klar, aber sagt dann, aha, und der Original Klingeling Geheimnissound. So, jetzt haben wir alles eingesackt, oder? Schau her, jetzt haben wir also, wie gesagt, ich habe viele Fakten schon mal, damit wir was sehen. Die Harpune haben wir, Shotgun haben wir auch schon. So, und jetzt können wir nochmal drüber speichern. Jetzt warte, jetzt machen wir mal einen neuen Spielstand. Und so, 16 Stück kann man speichern. Also, es geht ja noch ein bisschen runter, es sind 16 Stück. Aber so, gut, jetzt machen wir da mal einen neuen Spielstand. Da, machen wir da einen neuen, hoppla. So. Die lade ich dann hoch, komplett fürs erste Level. So, ja, haben wir jetzt alles erklärt. So, jetzt müssen wir mal hier weiter ackern. Achso, ja, hier ist Shotgun-Munition, die nehmen wir schon mal. Und da drüben. Aha. Aha, also dieses Aha, das sagt die Nora Tschirner dann beim letzten Geocache in Tomb Raider 2013. Aha. Aha. Ah. Kommt ein böser. Hier aufpassen, hier sind so Schneekugeln. Warte, da war irgendwo. La 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 Lawinenkugel. Da war eine Lawinenkugel. Achtung, die macht dich platt. Da bist du weg. Und man kann hier nochmal das Ding wegschieben. Komm her. Naja, die Sounds sind legendär. Da drunter liegt ein Medipack, das brauchen wir. Also hier, du musst auf deine Gesundheit achten, du musst Medipacks. Aha, also diese legendären Sounds, jetzt können wir nochmal speichern. Weil wenn wir jetzt da hinten reingehen, da kommt wieder ein Böser. Nochmal speichern. Hier auf dem jetzt drüber speichern. So, und eine Waffel ziehen. Sprungbereit machen. Da kommt einer. Da ist noch einer. Ruhig mal wieder speichern. Wir sind noch gesund, oder? Ist die Katze gesund? Freut sich der Hund. Ja, links oben ist noch voll. Achtung, kommt noch einer. Warte, kommt noch einer? Nee. So, aha, woanders kommen noch welche. Hier kann man schon mal die wahnsinnigen Texturen begutachten. Schau her. Ist doch Wahnsinn, schau her. Ist doch wunderschön. Ah, da ist jetzt nichts mehr. Jetzt, wenn ich aber dahin, nee. Das war so, wacht. Dahin. Das ist der tolle Kollege hier. Tue ich mal wieder speichern. Speichern, speichern. Wenn ich jetzt da reingehe, kommt noch einer, oder? Ah, da kommt einer. Oder zwei sogar. Nee. Okay. Aber wieso denn? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Da vorne nochmal. Nee. Ach, der. Oh, jetzt kommt schon wieder einer. Gehen wir da hin. Wir haben Pistolen. Pistolen haben unendlich Munition. Da ist doch noch einer. Wo ist er denn? Da rennt doch noch einer rum. Ah, doch! Da ist er. Klingen. Jetzt ist er weg. So, jetzt können wir nochmal die Fackel nehmen. Speichern. Wir machen es schon richtig hier, hallo. Komm her, speichern. So, und jetzt müssen wir gespeichert haben. Also, jetzt haben wir alle. Nee, kommt noch einer. So, jetzt müssen wir da mal reingehen. Vorsicht, da kommen jetzt noch ein paar Kugeln. Da, schau her, siehst du da hinten, oder? Nee.
Wenn ich jetzt das Ding nehme, das sind Fackeln, kommt noch einer, oder? Aha. Ah, jetzt kommt einer. So, weggi, weggi. Der macht dich tot hier, der Kollege. Speichern. Was sollte ich sagen? Ja, speichern, genau. Und jetzt guckst du. Kommt einer? Nee, jetzt gehen wir da nochmal rein. Kommt da jetzt einer? Kommt da einer? Nee. Das ist Shotgun. Aha. Also ich habe jetzt nur die Fackeln gemogelt. Ich mogel jetzt nur bei den Fackeln, den Rest machen wir ehrlich, oder? Machen wir ehrlich. Kommt jetzt hier einer? Google. Ah, da. Kollege. Also auf deine Gesundheit achten, weil Medipacks kommen da nicht viele, Freunde. Und Fackeln auch nicht, aber ich mache jetzt mal hier ein paar Fackeln, damit wir mal was sehen hier. Haben wir jetzt alles hier? Warte. Kommt da eine Kugel? Nee, oder? Lieber nochmal speichern, komm her. Ja, nee, wir kommen gleich, geht's weiter hier, ja, komm, hallo. So, jetzt nehmen wir das Ding, kommt jetzt da irgendwas? Nee, da kommt nichts, oder? Aha. Das ist Shotgun-Munition. Aha, ja, die Sounds sind drauf-mäßig, hier, komm her. So, jetzt müssen wir da rechts rum irgendwo. So, jetzt haben wir erstmal den Bereich erstmal abgegrast. Kommt jetzt da was? Ah! Oh, da bist du sofort tot. Kaffeekause. Kaffee, ich kann nicht mehr. Da bist du sofort weg, Freunde. Speiern, ich habe keinen Kaffee mehr. Es geht kein Schwein aus. Ja, komm her. Jetzt müssen wir da rechts rauf. Siehst du, da müssen wir jetzt rauf. So, jetzt haben wir aber alles hier, gell? Oder? Haben wir alles hier? Da ist, da hinten sind wir reingekommen, die Kiste haben wir weggeschoben. Da haben wir auch das Geheimnis haben wir, oder? Statistiken. Geheimnis 1, siehste. Gegner, ja, das ist jetzt weniger wurscht. Wedipacks haben wir 0 benutzt, ja gut. Das können wir jetzt mal so stehen lassen. So, jetzt haben wir die erste Hürde gemeistert. Und jetzt müssen wir da rauf. So, jetzt warte, jetzt aber da nochmal speichern. So, jetzt kommen wir jetzt bei Sowacht. Ist da, oh, da ist ein Abgrund. Schau her, hallo. Vorsichtig. Abgrund. Abgründe tun sich auf. Da bist du natürlich auch tot. Jetzt müssen wir auf der, es steht ja in meiner Lösung, auf der linken oder rechten Seite. Jetzt warte, pass auf. Oben lauern zwar die Worte. Dort gehst du in der Ecke, bla, in der andere Ecke. Dann geht es zurück in die Mitte der Höhle. Schneerampe hinauf, wo du zu einem Abgrund kommst, über den du springst. Danach läufst du links an der Wand entlang. Zu weiteren Munition hinauf und gehst zurück zur Kreuzung. Links. Links. Links ist da oder da. Rechts ist der. Also jetzt sind wir da. Ah, da rumpelt es. Ist so. Ah, mit Akrom. Ah, süß, das ist auch gut, dass wir gespeichert haben. Achso, jetzt kommt von der anderen Seite auch noch, da kommt noch einer quer, oder? Da kommt noch einer quer. Also läufst du hinauf, also ruhig mal ganz rauflaufen, sonst kommt noch quer noch eine Kugel hier, hallo. Aha. Aha, ist das auch artig. Da oben ist nichts, oder? Nee, also nicht wirklich. Da geht's dann irgendwo, jetzt haben wir das aber, komm her. So, jetzt warte, da haben wir die Munition. Jetzt gehen wir da vorsichtig. Tisch rüber und jetzt müssen wir, jetzt haben wir da alles, oder? So, genau, da war die andere Kugel. Und jetzt müssen wir da rauf. Jetzt will ich mal speichern. Warte mal, ja, da können wir da jetzt drüber speichern. So, der zweite Nummer 2, Safe Game 2 war nach dem, ich kann echt schon nicht mehr sprechen hier, hallo, Spiel speichern. Nummer 2 war nach dem Haifisch. So, Achtung, da ist jetzt nichts, gell? Nee, da haben wir jetzt im Wesentlichen nichts mehr, gell? Ist da noch was? Wie gesagt, ich habe jetzt mir viele Fackeln genommen, um dir alles zeigen, weil es wird dunkel hier. Jetzt müssen wir da raufklettern. Gell? So, das. Ah ja, oh. Und da sieht, das ist eine Kletterwand. Und da hört man schon, hier kommt gleich Ärger. Ärger, jetzt speichern wir da drüber. Und jetzt pass auf. Ja, jetzt gehen wir mal rauf, da kommt Ärger. Ah. Ah, die Sounds sind einfach legendär. Jetzt ruhig mal verweilen. Gucken. Und zwar habe ich jetzt geschrieben, da gibt es einen Trick. Jetzt da speichern, da kannst du da speichern. Jetzt warte.
Ich muss halt beim Laden dann die Handlungstaste drücken, sonst stürze ich ab. Und dann habe ich jetzt geschrieben, Trick, steige schnell zwischen den beiden Säulen hinaufspringen in die erste Grube und dann schnell in die nächste schmale. Weil kommen jetzt Kollegen. Dann in die nächste schmale. Nächste schmale. So, und jetzt. Jetzt. Wo ist er denn jetzt? Wenn Lara die Waffen zieht, dann macht sie so ein grimmiges Gesicht. Ja. Und wenn man einmal das Ziel erfasst hat, dann bleibt es erfasst. Ja toll, jetzt kann ich jetzt... Warte, wo ist er denn? Rennen die da rum. Naja, gut, aber wir sind noch halbwegs gesund hier. Also die haben MGs und dergleichen. Wo ist der andere jetzt? Ja, wenn man es einmal erfasst hat, dann bleibt auf der Schießentaste bleiben. Dann ist ja weiter erfasst. So, einen haben wir jetzt. Da ist der nächste. Auf der Schießentaste bleiben. Und dann schießt sie, wenn er vorbeikommt. Und springen. Ich bin, und man sieht, ich bin, hab das erfasst, bin auf der Schießentaste, bleibe ich jetzt drauf. Und dann sieht man quasi, wo der rumrennt. So, jetzt haben wir den. Die haben auch tolle Sounds. So, jetzt können wir aber springen. Na gut, wir sind noch halbwegs gesund links oben. Na, das kann man mal so akzeptieren. Ansonsten bist du da schnell tot, weil die haben MGs, die laufen dir hinterher, da bist du schnell tot. Machen wir mal speichern, weil du hast zwar eine Shotgun, aber nur wenig Munition. Erstmal noch, machen wir jetzt mal da drüber. So, und dann im nächsten machen wir einen neuen Spielstand. Und du hast zwar jetzt schon die Shotgun, aber nicht mit sehr viel Munition. Und deswegen, und die brauchst du bestimmt später, also was heißt, man braucht die später nochmal. Jetzt sehen wir das Medipack hier, hallo. Das brauchen wir, Medipacks, weil ich will jetzt nicht mit dem Safe, ich könnte mit dem Safegame Editor hier noch was reinnehmen, aber. Und jetzt müssen wir die zwei Kollegen untersuchen. Der, hat der was? Was hat denn der? Der hat das. Aha, der hat der M16 Munition oder so. Die Waffe kriegen wir erst noch, oder? Und was hat der? Der hat auch was, oder? Der hat auch was. Aha, was hat der M16 Munition, glaube ich, ist das, oder? So, jetzt können wir speichern. Neuer, jetzt machen wir mal neuer Speicherstand, oder? Was haben wir da? Was war das für ein Speicherstand? Ah, nach dem Kampf, oder? Das ist jetzt nach dem Kampf. Jetzt machen wir mal da weiter auf dem hier. So, und jetzt müssen wir da raus und ja, jetzt haben wir das. Sonst ist da jetzt nichts mehr, gell? Nee, an Wertsachen. Jetzt gehen wir mal da raus. Ist da eine Grube? Nee. Jetzt müssen wir da rüber springen. Jetzt warte. Müssen wir über das Ding springen. Da muss man an die niedrigste Stelle gehen. Und da rüber sprangen. Aupla. Sprangen. Und da kann man jetzt raufklettern. Ja, wir müssen aber erst. Oh! Ja, genau. Pass auf, schau her. Hier ist jetzt schon mal wieder so eine schicke Stelle. Da oben ist eine Seilbahn und wir kommen da nur mit der Seilbahn da oben rüber und wir müssen können aber vorher hier noch was machen. Jetzt warte, können jetzt hier und da hinten ist nichts mehr, gell? Aber die Kiste da sieht verdächtig aus. Jetzt müssen wir mal die Kiste schieben, oder? Schieben, irgendwas. Oh, jetzt warte mal. Nee, da kann ich jetzt nur von der anderen Seite, weil hinter ihr ist kein Platz mehr sozusagen. Jetzt muss ich von der anderen Seite, warte, rausziehen. So. Und jetzt können wir die Kiste, warte, jetzt können wir die wegschieben, oder? Jetzt können wir die wegschieben. Und jetzt kann man die andere rausziehen und dahinter ist bestimmt irgendwas, oder? Wolle, und jetzt kann man die rausziehen. Und da ist bestimmt wieder was, oder?
steht in meiner Lösung, aber ich weiß, dass da was ist, oder? Da muss was sein. Ist da was? Nee, doch. Da, ah, da ist was vorher. Namely, ein Medipack. Medipack und Shotgun. Munition, da ist nix. So, Medipack und Shotgun, oder? Noch einmal von der anderen Seite. Höhle mit Wertsachen. Jetzt müssen wir auf die Eisdings raufsteigen. So, müssen wir auf die. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Müssen wir mal rausgehen. Der Motte da. Also hinten, der Horizont ist doch affenmäßig schon her. Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Darauf jetzt. Und das ist wieder eine Kletterwand. Und da kommt aber gleich ein böser Vogel, oder? So, jetzt können wir da rauf gehen. Oh, warte. Oh, wow, wow. Waffels. Oh. Jetzt warte, speichern wir da mal drüber. So, und dann. Da oben ist sonst nichts mehr, gell? Da, da ist ein Medipack. Und da vorne ist noch Shotgun. Jetzt warte, jetzt kommt wieder einer. Shotgun und so. Boah, hallo. Ist das toll hier, hallo. Schau her. Boah, jetzt müssen wir da rum. Oh, und ich höre schon wieder was. Also wir müssen mit der Seilbahn da runter und da rechts dann in die Hütte rein. Und da, oh, da rechts schleicht schon ein T-Shirt. Und wir kommen da natürlich jetzt nur mit der Seilbahn. Schau her, ist das nicht hallo hier. Boah. Wahnsinn, einwirken lassen, komm her. Da können wir jetzt mal Pause machen, oder? Das heißt, jetzt lassen wir den Sound noch einwirken. So, jetzt ist das nicht Wahnsinn hier. Der. Ja, ich weiß, das sind irgendwie komische Farben, aber das ist doch trotzdem irgendwie, mit ein bisschen Fantasie kann man sich das doch vorstellen hier. Das ist wunderschöne, tolle, mystische Gegend hier. So, jetzt sammeln wir das Zeug noch ein. Jetzt warte, da vorne, Vorsicht, nicht, dass wir irgendwo runterfallen. Und da oben ist der Griff für die Seilbahn. Jetzt warte. Da ist ein. Nicht, dass wir da wieder runterfallen. Da ist der Seilbahn. Da ein Medipack bitte mitnehmen, weil wenn. Außer du nimmst den Savegame-Editor und holst dir Savegame. Holst dir Medipacks, aber ansonsten musst du hier schon. Wenn du ehrlich spielst, musst du wirklich jedes Savegame mitnehmen. Jedes Medipack mitnehmen. Und jetzt kommt schon, jetzt kommt ein böser Adler. Warte. Oh, 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 oh. Hallo, hallo. Arr. Kommt noch einer? Nee. Jetzt speichern wir da nochmal. Jetzt warte, nee, machen wir da drüber. So, und speichern dann nochmal. Also das lassen wir hier. Und, nee, ach so, ich wollte das Spiel laden. Warte, habe ich es jetzt richtig? Also das ist der da, genau. Und wir speichern jetzt auf den neuen. Das behalten wir jetzt quasi. Das lade ich dann hoch. So, und jetzt rutschen wir noch runter. Und dann machen wir Pause. Dass wir das mal sehen hier. Und dann machen wir, gehen wir noch Pause. Oh, schau her. Oh. Oh. Müssen wir jetzt warten. Ah, da ist schon wieder. Da ist schon wieder ein Böser hier. So. Da lassen wir jetzt mal da oben diesen Adler. Über mir. Ah! Böser. Du. Da ist er. Oh. So. Okay. Und man sieht jetzt hier schon, das ist die Seilbahn. So, Freunde, da machen wir da mal Pause. Ah, da kommt noch einer. Chrom. Da ist noch einer. Und ein T-Shirt da hinten, der ist aber da hinten. Und wir müssen da oben rein. Stacheldraht, das ist die russische Militärbasis-Installation hier. Machen wir gleich Pause, nur mal nochmal gucken. Ah, da ist ein Böser! Okay, war so Tricks. Jetzt haben wir den. Haben wir den auch schon mal. Da rechts hinten ist noch ein Geheimnis. Jetzt warte, jetzt pflanzen wir uns da mal hin und speichern und machen Pause. So, jetzt pflanzen wir uns da hin und speichern jetzt da drüber. So, jetzt haben wir da Speicherung, gell.
Okay, Freunde, jetzt müssen wir da. Da links ist noch ein Geheimnis, oder? Da müssen wir noch mal rein. Oder rechts irgendwo. Und dann geht es da drin weiter. Oh, da drin weiter. Okay, das war jetzt euer erster Vers 1. Ja, gut, herzlichen Dank für Speis und Trank. Bitte seid mir auch weiterhin wohlgesonnen und traget meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehen möge. Adieu.